Herr Vollsitz, ein Punkt rausgeholt heute, aber ich denke mal, zufrieden kann man mit diesem Ergebnis nicht sein. Ja, nee, man kann nicht sagen, ein Punkt rausgeholt, wir haben ja zwei verloren. Das ist ja der direkte Konkurrent, sage ich mal, Speck, und wir wollten sie heute eigentlich hinter uns lassen in der Tabelle. Aber ja, wie auch schon die letzten paar Spiele, hat einfach das Quäntchen Glück gefehlt, dass wir vorne einfach nochmal ein Tor mehr schießen wie der Gegner. Die Überlegenheit war meiner Meinung nach, also zumindest vom Spiel her, vom spielerischen her, schon deutlich. Wieso hat es nicht zur Führung gereicht? Ja, wir tun uns jetzt in den letzten paar Spielen etwas schwer mit dem Tore schießen. Aber heute haben wir ja wieder richtig gute Chancen liegen lassen. Und wir müssen uns einfach an die eigene Nase fassen und müssen im Training einfach hart daran arbeiten, dass wir die Dinger reinkriegen. Hätten Sie damit gerechnet, dass es spielerisch heute also so deutlich aussieht, der Unterschied zwischen Spöck und Ihnen? Ja, gut, so deutlich. Ich sag mal, wir sind zu Hause und wir haben das erwartet, dass Spöck eher hinten tiefer stehen wird. Von dem her war das keine Überraschung. Der Abstiegskampf geht weiter. Wie werden Sie versuchen, da rauszukommen? Gut, wir gehen jetzt auswärts zu der Nötting-Reserve und da versuchen wir einfach, hinten kompakt zu stehen, vielleicht mal auch ein Spiel zu null zu Ende zu bringen. Und dann hast du auswärts mindestens schon mal einen Punkt. Und dann haben wir vielleicht vorne ein bisschen mehr Glück bei unseren Aktionen oder sind einfach etwas konsequenter und können auch drei Punkte mitnehmen, auch auswärts mal. Wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Sie die Klasse halten können? Ja, gut, ist noch am Anfang der Saison. Man hat gesehen, wir sind gegen jede Mannschaft konkurrenzfähig. Von dem her kann man da noch keine Prognose abgeben. Ich denke mal, wir haben eine gute Mannschaft und bin überzeugt, dass wir das schaffen. Herr Vollsitz, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Okay, danke schön.